Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Nähtratsch an diesem Sonntag. Ich hoffe, ihr hattet eine ganz schöne Woche und habt nicht so viel Stress gehabt auf der Arbeit und nicht so viel machen müssen und ihr habt alles gut überstanden und könntet jetzt das Wochenende genießen und habt noch einen schönen Sonntag. Und bevor es dann morgen wieder mit dem Montag losgeht, den glaube ich fast keiner so richtig mag. Heute geht es mal wieder um das Thema 365 Tage ohne. Ich habe ja vor knapp einem Jahr damit begonnen, aufzuhören, Kleidung zu kaufen. Ich habe vor einem Jahr aufgehört, Kleidung zu kaufen. Beschlossen, alles selber zu nähen, bis auf Unterwäsche und Socken. Ich bin immer noch der Meinung, selbstgenähte Socken sind nichts für mich. Und das werde ich auch nicht machen. Irgendwie, nee. Die Nähte vorne an dem Fuß und so, ich habe da Prinzessinnenfüße, keine Ahnung. Ich kriege ganz, ganz super leicht Blasen. Ich habe auch echt Probleme damit, Schuhe anzuziehen, in denen ich keine Socken trage, weil ich immer irgendwie Probleme habe, Blasen kriege und es irgendwie immer, ja, wehtut und unschön ist. Aber meine Challenge 365 Tage ohne, habe ich durchgehalten? Ja, habe ich. Ich habe keine Kleidung gekauft, bis auf ein einziges Mal. Da habe ich ja das Shirt für unseren Rock am Ring-Besuch gekauft, der ja nun nicht so erquickend gewesen ist aufgrund mehrerer Gewitter und vieler Verletzter. Das war das einzige Kleidungsstück, was ich gekauft habe. Und sonst habe ich kein einziges Kleidungsstück gekauft, bis eben auf die erwähnte Unterwäsche und meine Socken und Strumpfhosen. Hustenanfall. Ja, bis auf eben die erwähnten Unterwäschestücke und Socken, weil BHs selber nähen, bin ich auch noch nicht so davor, dass es wirklich sitzt und passt. Ich weiß, wahrscheinlich sitzt es besser und passt besser als die gekauften, aber das ist noch nicht so meins. Vielleicht komme ich da nochmal irgendwann zu, vielleicht mache ich auch irgendwann mal ein Schnittmuster für ein BH oder ein Badeanzug, habe ich schon mal überlegt. Aber ja, das BH kaufen noch nicht. Also mein Fazit ist, mir fällt es natürlich sehr, sehr leicht, weil ich habe keine Kleiderdoktrin, die ich einhalten muss. Also ich muss mich nicht an einen Dresscode halten. Wenn ich morgens ins Büro fahre, dann mein Büro ist quasi 2 Meter von meinem Bett entfernt in meiner eigenen Wohnung, was auch nicht immer gut ist, aber ich kann da halt auch in Leggings und gemütlich Klamotten hinschlurfen und muss nicht in Stöckelschuhen und Etui-Kleid da morgens bei der Arbeit aufschlagen. Da bin ich ja so ein bisschen mir selbst überlassen. Das ist mein ganz, ganz großer Vorteil, weswegen ich wirklich nicht viele Kleidungsstücke brauche, die jetzt super schick sind, obwohl man sich super schick natürlich auch selber nähen kann. Aber gerade wenn man Vollzeit berufstätig ist und gegebenenfalls im Büro arbeitet, meistens noch Überstunden macht, ist es sehr, sehr schwer, sich diese ganze Garderobe selber zu nähen, weil das zeitlich halt häufig irgendwie nicht miteinander übereinstimmt und man da wirklich Probleme hat. Also ich kann das verstehen, wenn man dann sagt, okay, dann kaufe ich mir die Sachen. Was ich mittlerweile aber für mich weiß, ist, dass ich so ein bisschen bewusster einkaufe. Ich gucke darauf, wo ich kaufe. Ich kaufe jetzt nicht bei den ganzen Günstigketten, weil ich ganz genau weiß, was dahinter steckt. Mir ist aber auch bewusst, dass Markenprodukte nicht unbedingt viel besser sind, weil auch Markenprodukte in diesen gleichen Firmen produzieren wie diese Günstigketten. Und deswegen ein Markenprodukt nicht unbedingt besser ist als eine günstige Kette. Ich achte bei meinen Stoffen zum größten Teil darauf mittlerweile, dass sie alle GOTS zertifiziert sind und dass ich halt Fairtrade kaufe in der Regel. Also dass ich sage, ich kaufe jetzt keinen Billigstoff, der irgendwo in Indonesien hergestellt worden ist, keine Ahnung. War jetzt nur ein Beispiel und unter übelsten Bedingungen mit Kinderarbeit und gefährlichsten, giftigsten Farben überhaupt. So, ich gucke da schon so ein bisschen drauf und das ist auch das, was ich in Zukunft für meine Kleidung machen werde. Ich weiß für mich jetzt, dass ich keine Kleidung kaufen brauche, weil ich alles selber nähen kann. Jedenfalls was Hosen, Jacken, Leggings, Röcke, Kleider, alles Mögliche angeht. Das ist alles locker nähbar und muss nicht unbedingt gekauft werden. Und das werde ich jetzt auch weiterhin so fortführen. Also ich werde gucken, dass ich keine Kleidung kaufe, dass ich meine Kleidung halt größtenteils selber nähe
Und da dann auch so ein bisschen drauf achte, dass ich für die Kleidung, die ich selber nähe, halt vernünftig produzierte Stoffe verwende und eben da so ein bisschen auf die Qualität, auf die Herstellungsbedingungen achte und, und. Ja, und das ist im Prinzip mein Fazit für meine 365 Tage ohne Challenge. Für mich gut praktikabel, für Angestellte im Berufsleben vielleicht etwas schwerer, würde ich sagen, aber solange man selbstständig ist und sich quasi selber bestimmt, kann man, glaube ich, gut und gerne auf gekaufte Kleidung verzichten. Und ich, dadurch, dass ich ja sowieso ständig Sachen nähe, habe ich immer wieder neue Klamotten. Ich habe ein-, zweimal die Woche ein neues Kleidungsstück. Ich schaffe nur immer nicht, das zu fotografieren, um es euch zu zeigen. Aber ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe für mich entschieden, ich werde das weiterführen. Ich werde so wenig wie möglich an Kleidungsstücken kaufen. Bis auf meine Unterwäsche- und Sockengeschichte. Obwohl ich Unterhosen teilweise auch aus Jersey-Resten selber nähe. Aber wenn es dann mal etwas Schickeres sein soll, dann wird es auf jeden Fall gekauft. Und deswegen würde ich sagen, für mich 365 Tage ohne, ich bleibe dabei, ich führe das fort. Und ich würde mich freuen, wenn du hier unten in die Kommentare so ein bisschen reinschreibst, ob du damit Erfahrung gemacht hast, ob du vielleicht zum ersten Mal davon hörst, ob das ein Thema für dich wäre oder ob du dir gar nicht vorstellen könntest, keine Kleidung mehr zu kaufen. Und in diesem Sinne würde ich mich ebenso freuen, wenn du hier meinen Kanal abonnierst und dir die 365-Tage-Challenge, einen Teil davon jedenfalls, einmal anschaust und wir gemeinsam vielleicht ein bisschen bewusster Kleidung kaufen. Ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Sonntag und viel Spaß beim Nähen. Tschüss!